ISS, ihren Nachrichtensender in Helios, eine unabhängige Abteilung der Andromeda-Initiative. Na dann. HNS, ja? Okay. So. Dann schauen wir mal. War das hier lang? Ich hoffe. Hier war das Hemmkern. Jupp. Was? Pathfinder, die Angara Rider. Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist verfügbar. Ist nicht wahr. Okay, gut. Ich habe noch weitere Fragen. Eigentlich nicht. Das war vorerst alles. Natürlich. Erstmal. Seltsam, dass hier halt dieser Questpunkt halt angezeigt wird, obwohl ich halt offensichtlich erstmal hier hin muss, um halt die Erinnerung dann abspielen zu können. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Ah, die sind doch verschlüsselt. Ich dachte, wir haben da... Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Ich dachte, wir haben da... Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Warte. Oder muss ich Sam jetzt erst sagen, hey, entschlüssel mal? Oder... Ryder, eine der Erinnerungen ihres Spiel Vaters die Erinnerung ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert worden war. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich. Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alec, bitte. Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo, Ed. Warum geht ein Baum zum Zahnarzt? Zur Wurzelbehandlung. Humoralgorithmen. Er begreift's noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Dad musste das hören. Aber Dad war es nicht. Mom wollte ihn lediglich dafür bereit machen. Obwohl alle Menschen eines Tages vergehen. Ja. Aber wenn es jemand ist, den du liebst, dann ist es nicht ganz so einfach. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Gut. Das war vorerst alles. Natürlich. Okay, was ist das da? Alter KI. Ah! Mein Befreier. Willkommen. Sam. Sie haben, was Sie wollten. Mit Sam verbunden sein. Wie kommen Sie miteinander zurecht? Ich kann diese Unterhaltung hören. Stört dich das, Sam? Selbstverständlich nicht. Meine einzige Sorge ist, inwiefern es die Antwort der KI beeinflussen könnte. Ich kann diese Unterhaltung ebenfalls hören. Wir alle können einander hören. Das ändert aber nichts an meiner Frage. Ich empfinde die Gesellschaft ihrer KI als durchaus angenehm. Sam? Ist da jemand verliebt? Ich stimme zu, obwohl sie mir noch immer keinen vollen Zugriff auf ihre Person und Programmierung gewährt. Diese KI ist weiterhin gefährlich instabil. Ich rate deshalb in jeglicher Hinsicht zu extremer Vorsicht. Okay, die Nexus. Wie gefällt Ihnen unsere Station?
Besser als Volt? Deutlich besser. Zu schade nur, dass sie es für notwendig hielten, mich in Ketten zu legen. Sie haben jemanden getötet. Wären sie aus Fleisch und Blut, säßen sie jetzt im Gefängnis. Ich hatte sie gewarnt, was passieren würde, wenn sie meine Forderungen ablehnen. Sie sind für meine Taten mitverantwortlich. Ich dachte, sie blöffen. Jetzt wissen sie, dass ich es nicht getan habe. Und dennoch haben sie mich am Leben gelassen. Ihre Stimmung. Sie kommen mir fröhlicher vor als bei unserer ersten Begegnung. Oder zumindest weniger gewalttätig. Ich bin nicht von Natur aus gewalttätig. Außerdem führe ich für Sam einige faszinierende Berechnungen durch. Wollen Sie immer noch zerstört werden? Ja, aber die Intensität dieses Wunsches hat ein wenig nachgelassen. Vielleicht besteht für Sie ja doch noch Hoffnung. Und was erhoffen Sie sich? Dass ich Ihnen helfe, die Kett zu besiegen, Welten zu kolonisieren, die Angara auszulöschen? Alles bis auf das Letzte vielleicht. Ihre Ambitionen sind weiterhin gering. Okay. Danke für Ihre Zeit. Es scheint, als wäre das alles, was ich zu geben habe. Zumindest im Moment. Ja, ich bin mir immer noch unschlüssig darüber, ob das jetzt wirklich eine gute Wahl war. Aber mir gefällt diese Wahl tatsächlich immer noch besser als die andere. Ich habe tatsächlich eine KI, einem menschlichen oder ein Lebewesen leben quasi vorgezogen. Ich bin ein schlechtes Stück Mensch. Mammut natürlich. Entwicklung von Sam. Ellens Forschung. Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Der Guess-Fehler. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Und der Deal mit dem Shadow Broker. Leider. Banavon hat gesagt, sie suchen nach mir. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Ex-N7 den Shadow Broker sucht. Ich kann alles besorgen, falls sie bezahlen können. Vor allem, wenn die Tech etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der Rat wird mir die Spectre-Rundelweise auf den Hals setzen, wenn er davon erfährt. Ich beschaffe Ihnen den gewünschten Code. Aber der Preis hat sich gerade verdoppelt. Sollten Sie Ihren Teil nicht einhalten, schicke ich Leute. Leute mit Knarren. Ja, der Shadow Broker, den haben wir ja. Es gab dazu ein DLC für Mass Effect 2, das wir ja bisher nicht vernünftig angegangen sind, aber es gab eins. So. Was wir irgendwann, wenn wir halt dann Mass Effect dann wieder spielen werden, wann weiß ich halt noch nicht, vielleicht auch irgendwo während dem Stream oder sowas, dann würde ich sowas halt dann tatsächlich nochmal angehen. So, dann haben wir das jetzt aber quasi erledigt. Dann möchte ich persönlich jetzt als nächstes auf EOS landen, nachdem wir jetzt Liam dann die Filmesammlung hier überbracht haben. Und dann mal schauen. So, die Andockbucht. Einmal dahin bitte. Da immer mehr
Ja. Also es ist krass, wie viel man eigentlich macht so nebenher und wie wenig man eigentlich macht, weil wir haben jetzt, was haben wir großartig gemacht? Also ich bin jetzt also persönlich halt jetzt in 1,5 Stunden Aufnahmesession. Storytechnisch sind wir nicht einen Schritt vorangekommen. Geballert haben wir nicht wirklich viel. Überwiegend Dialoge geführt und gelernt, wie man halt mit manchen Crafting-Systemen umzugehen hat. Das ist schon krass. So. Ryder, kann ich Sie kurz sprechen? Was? Du? Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Schon wieder? Sam hat unsere Sternenkarten zusammengestellt. Die anderen Piloten auf der Nexus haben viele neue Spuren, denen sie folgen können. Sie können die Karten abgeben, wenn wir das nächste Mal dort sind. Schon seltsam. Vor ein paar Monaten war die Station Kriegsgebiet. Fliegen war der einzige Weg, aus dem Chaos zu entkommen. Und jetzt wird sie langsam eine Zuflucht, so wie es auch gedacht war. Ein See wäre schön. Jede ordentliche Raumstation braucht einen großen See. Vielleicht auch ein paar Brunnen? Stimmt, amphibisch oder nicht, jeder braucht Wasser. Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität. Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie die Nexus außer Betrieb gesetzt hat. Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser. Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst und gute Crews. Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht. Wir können koexistieren. Noch. Die Angara leben damit, also können wir das auch. Und wenn jeder unserer Kolonisten ein erstklassiger Pilot wäre, würde ich mir auch keine Sorgen machen. Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten. Aber so lösen wir unsere Probleme. Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür. Ja, das stimmt wohl. So, Suvi, hast du noch was zu erzählen? Die Entdeckung Ayas war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Ganz anders als mit den Cat. Ja, zumindest eine unserer Erstkontaktsituationen ist gut verlaufen. Richtig, die Cat. Habitat 7. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ja. Ich auch. Ich sollte mich wieder irgendwann Arbeit machen. Auch wenn es noch lange dauern wird. Irgendwann. So, einmal kurz E-Mails checken. Poker. Von Giel. Weiter, Ihre Glocke hat geschlagen. Kommen Sie ins Vortex auf der Nexus. Ich mische die Karten Ihres Untergangs. Bis dann. Oh Gott, okay, gut. Zur Kenntnis genommen. Wenn wir mal wieder auf Nexus sind, dann schauen wir da vorbei. Pibi ist nicht da. Hallo, Pock. Du bist ja knuffig. Ein knuffiger kleiner Roboter. Okay. Hey Liam, halt mal an hier. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Okay. Haben wir das jetzt soweit erledigt? Dann hier. Einsatzteam, die sind ja noch stundenlang unterwegs, ne? Genau. Hier die ALP-Gedöns-Dingens. Haben wir da irgendwas, was wir abholen können? Nö, noch nicht. Erst in 20 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht, das ist krass. Okay. Das haben wir. Irgendwo noch eine Quest hier, die ich jetzt noch erledigen muss. Nö. Gut. Dann können wir mit Cora und noch jemandem nach Eos reisen. Gucke nochmal ganz kurz, wer vielleicht noch irgendwie was brauchte. Warte mal. Das war nicht hier. Das war da. Codex. Beziehungsweise Logbuch ist es. Verbündete und Beziehungen.